Jetzt geht's schon wieder. Es wird Vortrag geben von Thomas Ellermann. Und Rick Miksch. Zu dem heutigen Abend, das ist entstanden wieder wie immer durch Zufall und wie in Deutschland und Tschechien ist gewähnt, dass der Fußball verbundet. Weil das Prager Literaturhaus macht jedes Jahr einen Vortrag, wenn es Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und Thomas Ellermann ist auch ein großer, nicht nur Fußballfan, aber auch aktiver Fußballer. Gründer wieder vom Deutschen Fußballclub. Und durch Zufall hat er erwähnt, er möchte einen Vortrag, er diskutiert hat mit meiner Kollegin, dass er möchte, hat vorbereitet auch einen Vortrag über Wenzel Jaksch. Dann haben wir uns getroffen und haben das abgesprochen, dass das wunderbar für diesen Herbst passt. Und ich denke, das reicht von mir für den Mitveranstalter. Will ich nicht vergessen, dass Veranstalter zusammen Prager Literaturhaus und Friedrich Ebert Stiftung. Es ist wirklich schön, dass so eine große Menge sind gekommen. Und ich werde gleich das Wort übergeben auf unsere Gäste. Ich denke, mehr zu Hause hier ist Thomas, dann ich werde an ihm das Wort übergeben und nochmal herzlich willkommen für unsere Gäste und auch für euch, dass sie gekommen sind und ich denke, wir werden zusammen erleben einen interessanten Abend. Bitte Thomas. Vielen Dank. Ich darf das Dankeschön natürlich zurückgeben im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung in das Prager Literaturhaus, dass wir hier zusammen diesen Abend durchführen können, diese kleine Veranstaltung zu Wenzel Jaksch, auch gerade zu seinem literarischen, journalistischen Schaffen. Wie Sie vielleicht wissen, es sind zwei große Jubiläen, die dieser Wenzel Jaksch in diesem Jahr feiert. Vor 120 Jahren geboren, vor 50 Jahren gestorben. Und es ist jetzt gerade in ein wenigen Wochen, ist es dann wirklich so, dass es 50 Jahre her ist, dass Wenzel Jaksch, der für die tschechoslowakische Geschichte und für die Geschichte der Sudetendeutschen von großer Bedeutung ist, eben bei einem Autounfall gestorben ist. Ich halte diesen Abend für relativ wichtig, oder ich finde es wichtig, über Jaksch zu sprechen, weil ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe in den letzten Jahren, dass Jaksch im tschechischen historischen Bewusstsein schon ein gewisses Tabu ist. Also Sie können sehr leicht sprechen über die größten nationalsozialistischen Verbrecher und da gibt es einhellige Meinung und alles wunderbar. Wenn Sie mit Wenzel Jaksch kommen, wird das Ganze ein bisschen schwieriger, weil Wenzel Jaksch eben der große Gegner war von Edvard Beneš und den Plänen dann auch zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Also von daher tut man sich heute mit Wenzel Jaksch immer noch relativ schwer und dabei ist er ja immerhin schon 50 Jahre tot. Es ist so, Wenzel Jaksch, den wollen wir hier als historische Persönlichkeit vorstellen, als historische Figur, aber gerade eben auch, und das ist eine Entdeckung, die wir beide, Ulrich Miksch und ich, gemacht haben in den letzten Jahren, auch als großen Journalisten. Denn er hat, da wird Ulrich Miksch gleich noch mehr zu sagen, er hat in den 20er Jahren große journalistische Reisen unternommen, eben in die Sudetengebiete der Tschechoslowakischen Republik. Er war damals schon beheimatet in Prag, ist dann also quasi zurückgefahren nach Böhmen, in die böhmische Provinz und hat dort sehr interessante Aufzeichnungen gemacht, eben über das Leben und auch gerade die Armut und das Elend der Menschen dort in diesen Gebieten. Aber dazu gleich mehr. Die Struktur des heutigen Abends sieht eigentlich so aus, dass wir erstmal eine kleine Präsentation haben, wo Ulrich Miksch oder in der Ulrich Miksch uns einzelne Lebensstationen Wenzel Jaksch nochmal vorstellen wird. Dann wollen wir uns zwei journalistische Texte anschauen. Auch das wird übersetzt, also die Dolmetscherinnen hier vorne werden auch diese Texte auf Tschechisch haben. Also für alle die das hier auf Tschechisch benötigen, wird es auch diese Texte geben. Und zu guter Letzt, das ist dann so eine Abrundung, hat Ulrich Miksch ein paar Töne mitgebracht. Das sind sehr unterschiedliche Töne, auch Töne aus unterschiedlicher Zeit, aber dazu dann später mehr. Vielleicht nur so als kleines Leckerli,
Da wird es dann zum Beispiel geben die Ansprache von Willy Brandt anlässlich der Beerdigung des Begräbnisses von Wenzel Jaksch. Also das ist schon ein ganz interessantes Tondokument, was auch nicht wirklich heute Verbreitung gefunden hat, weil es, du wirst es auch sagen, ist im Familienbesitz, im Besitzer Familie Jaksch, also existiert. Aber jetzt gebe ich weiter an Ulrich Miksch, damit er mit der Präsentation beginnen kann. Ulrich Miksch ist Journalist aus Berlin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Leben Jaksch, hat deswegen auch Kontakte geknüpft zur Familie Jaksch und sammelt sehr, sehr viele Dokumente und Fragmente und Spuren aus dem Leben des Wenzel Jaksch. Und ich würde sagen, er ist, auch wenn er von Haus aus kein Historiker ist, aber er ist einer der ganz großen Kenner des Lebens von Wenzel Jaksch. Bitte, Uli. Okay. Ja, also willkommen hier im Prager Literaturhaus. Für mich eine Premiere, für Sie wahrscheinlich nicht. Sie kommen sicher öfter. Ich möchte also nur ganz kurz mal, damit sozusagen für alle auch eine Chance besteht, dass das Leben Wenzel Jaksch irgendwie mal vorgeführt zu bekommen. Ich möchte gerne mal kurz hier sagen, wie das etwa das Leben verlaufen ist mit einigen Stationen. Diese Präsentation ist eigentlich für einen anderen Kontext gemacht, aber sie enthält einige Fotos und so, die eben doch auch für Sie hilfreich sein können. Man sieht hier, Achtung, ich muss in die Richtung, Entschuldigung. Nee, Moment. Bin ich falsch? Bin ich der Falsche? Nee, du bist schon richtig, aber... Ja, genau. Ich muss auf den... Wir müssen den USB-Stick treffen. Ach. Da sitzt jemand davor. Vielleicht jemand per Hand auf die Pfeile. Auf die Pfeile, ja. Ja, wenn jemand. Ja, wenn so. Besten genau. Danke schön. Super. Wenn da jemand sich hinsetzen könnte, wäre super. Dann machen wir es einfach so, dass alles ein bisschen improvisiert, aber kein Problem. Also, wir sind mal vor einigen Jahren in den Geburtsort gefahren und waren auf der Suche nach dem Haus. Er ist in Landstrobnitz geboren am 25. September 1896 und das ist also unmittelbar an der österreichischen, also späteren österreichischen Grenze. Als er geboren wurde, war das natürlich irrelevant. Das Haus existiert leider nicht mehr. Dort steht eben jetzt dieser Hochspannungsmast. Aber das, was darauf hinweist, auf das Haus ist, das kann man jetzt hier nicht so ganz genau sehen, aber man sieht hier vorne, dass da noch ein Haus steht und dass diese Brücke, die da hinfährt, die führt sozusagen auf den Eingangsbereich. Und das ist eine neue Brücke. Und dann gibt es noch eine alte Brücke und die ist daneben. Und die verweist eigentlich noch auf das Haus. Also es gibt noch einen kleinen Erinnerungsmoment. Also das Haus ist weg, aber die Brücke gibt es noch. Und allerdings gibt es jetzt auch etwas Neues. Wir sind in diesem Jahr von der Seligergemeinde in Langstrobnitz gewesen und haben dort vor diesem Flüsschen sozusagen eine Linde gepflanzt zu Ehren seinem Angedenken sozusagen. Und das heißt also, es gibt jetzt so ein bisschen Bewegung auch vor Ort, obwohl das... glaube ich, sehr kommunistisch regiert ist, aber die örtliche Bevölkerung hat sich doch irgendwie damit bereit finden können. Also das nur zu der Örtlichkeit, wo er geboren ist. Er selber musste dann durch die Nähe zur österreichischen Grenze, war dann sozusagen auch der Weg immer klar, dass er nach Wien ging. Also der Vater ging schon nach Wien, die Brüder gingen nach Wien. Und begann ja eine Maurerlehre. Wenn Sie vielleicht mal wieder drücken würden, dann gehen wir sozusagen ins Nächste. Der Ort seiner Geburt und seiner Jugend hat sozusagen auch einen Niederschlag gefunden, immer bei ihm. Also er hat auch darüber persönliche Aufzeichnungen noch gemacht, die er genannt hat, an den Quellen des Lebens. Das passt auch gut zu dem Flüsschen, nicht? Man sieht eben in den persönlichen Unterlagen, die ich in Antwerpen aufsuchen konnte beim Sohn von Wenzel Jaksch,
das noch nicht im Archiv ist, aber das wird jetzt demnächst überführt, sieht man, dass er das Haus, das war also das Haus, das da nicht mehr steht, das hat er immer bei sich getragen. Ne? Und das waren, da waren auch so Dokumente von seiner frühen Kindheit und so in, diesem, in dieser Folie. Wenn Sie nochmal drücken würden. Interessant ist also, dass er sehr schnell sich, also er hat die Volksschule noch gar nicht beendet, sondern geht sofort im Frühjahr schon, da ist er erst 13,5, geht er schon nach Wien, weil er nämlich so gut ist in der Schule, dass er sozusagen früher ja gehen kann und beginnt also da eine Maurerlehre und dort organisiert er sich auch in der Wiener Sozialdemokratie. Er ist dann 1913 Mitglied, Funktionär der Sozialdemokratischen Jugendbewegung in Wien. Ne? 1917 bis 18, also im Krieg, ist er dann auch eingezogen. Aber es ist sozusagen ein bisschen ein Schleier, verletzt oder nicht verletzt. Auf jeden Fall ist er, wenn man ihn sieht, von 1927 oder von 1921, 22 Teplitz, da ist er eigentlich ein kleiner, also sieht er nicht sehr erwachsen aus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach nicht, deswegen war er dann Munitionsarbeiter, weil er einfach so, ich meine, er war stramm, aber er war klein und wie gesagt, war vielleicht auch noch nicht so entwickelt, so, also so ein Typ. Also deswegen vermute ich, dass er da gar nicht so in irgendwie eine kämpfende Truppe oder sowas gekommen ist. Aber es wird immer gesagt, er sei verletzt worden, aber das lässt sich nicht mehr eruieren. Er hat es auch nicht irgendwie mal geäußert oder aufgeschrieben, weil das wirklich eine Zeit ist, die auch sehr zurückliegt. Dieses Österreich, das ist für ihn prägend, so kommt er in die Sozialdemokratie, aber dann ist er eigentlich in der Tschechoslowakei. Wenn Sie wieder drücken, er wird durch die Grenzziehung der Tschechoslowakei plötzlich abgeschnitten von den Arbeitsmöglichkeiten. Er kann nicht mehr nach Wien und alle seine Mitbürger auch nicht, weil da eine Grenze ist. Und natürlich Wien auch nicht mehr so das Zentrum der Habsburger Welt und natürlich dann auch nicht mehr so viel gebaut wird und so. Also das wird sicherlich beides eine Rolle gespielt haben. Aber ich weiß, er geht dann eben in sozialdemokratische Gruppen, bei Versammlungen und wird entdeckt durch den Karl Czermak, den Generalsekretär der DSAP, der ein Wiener ist. Das ist das Interessante. Also er holt ihn nach Teplitz, Schönau, zu dem Josef Seliger, der zu dem Zeitpunkt ja noch lebt und Vorsitzender der DSAP ist, der neu gegründeten DSAP. 1920 bis 21, er wird eingebunden sofort, wird Sekretär des Zentralverbands der deutschen Kleinbauern und Häusler, hat da auch da eine Funktion schon als Redakteur, ich glaube der kleine Landwirt oder so hieß diese Publikation. Und dann geht er 21 bis 24 als politischer Redakteur, als einer von zwei Redakteuren, die es nur gibt, in dieser Volkszeitung nach Komotau. Und soll dort eigentlich auch in der Häuslerbewegung, also unter den Häuslern, Kleinbauern und so, sozialdemokratische, also die Leute an die Sozialdemokratie binden und sozusagen das öffnen, nicht? Also nach diesem wahnsinnigen Wahlerfolg 1920 der DSAP mit über 40% der deutschen Stimmen soll es sozusagen so eine Volksparteientwicklung geben. Das war eigentlich schon das Ziel, weswegen er dahin ging. Er war in dem, und das führe ich jetzt noch etwas stärker aus, weil das ja Thema auch der Journalist, es geht um den Journalisten. Er ist dort, also 21 wird beschlossen, den Sozialdemokrat zu gründen in Prag. Weil in Prag gibt es keine deutschsprachige sozialdemokratische Tageszeitung. Und die wird so organisiert, dass praktisch der Sozialdemokrat die Beiträge von den Lokalblättern, das sind aber die großen Blätter, die Freiheit in Teplitz, in Karlsbad, in Reichenberg, Reichenberg weiß ich nicht, weil die dann ja abspringen, aber auf jeden Fall gibt es wirklich große, große Freiheit, ist also sozusagen ja ganz wichtig, auch als Publikation für Seliger,
gewesen. Und da kommen sozusagen, gibt es eine Kooperation. Das heißt, da wird von Prag, also in Prag werden die sozusagen aufgenommen und er koordiniert. Also er macht in Komotau die Zeitung, aber in Absprache mit Prag. Und das führt dann dazu, dass er auch durch sein Vorankommen in der Parteiführung sozusagen, oder dass wir aufmerksam werden auf ihn stärker, wechselt er dann nach Prag auf die andere Seite, sozusagen auf den Sozialdemokrat. Und das ist auch der Ursprung. Wir haben ja der Marco Zimmermann sitzt da, er war mit uns in Komotau gewesen und wir haben die Volkszeitung durchgeschaut und haben geschaut, ob irgendwas von Jaksch identifizierbar ist. Und man muss sagen, nein, es ist nicht identifizierbar, weil er hat fast die ganze Zeitung geschrieben wahrscheinlich, aber es ist nicht zu sagen, das hat er geschrieben oder das hat ein anderer geschrieben, man weiß es nicht. Aber im Sozialdemokrat stellt sich das dann plötzlich anders dar. Er ist dann plötzlich, taucht er auf als herausgestellter Autor von Sozialreportagen, er bereist, wie der Thomas das schon gesagt hat, er bereist dort die sudetendeutschen Gebiete und schildert, es wird wahrscheinlich auch in den Regionalblättern einiges erschienen sein, aber im Sozialdemokrat ist sozusagen die Haupt, also für uns der Hauptnachweis. Und diese Sachen sind eben dann mit Namen gekennzeichnet und sind auch mit Zeichnungen und mit Fotografien, was sehr unüblich war. Also es ist besonders herausgestellt im Sozialdemokrat. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, das haben wir eigentlich entdeckt, also in der Suche nach Sachen, Zeugnissen. Thomas hat dankenswerterweise, weil er für seine Dissertation den Sozialdemokrat nochmal durchgeforstet hat, immer wenn Jaksch auftauchte, den Fotoapparat gezückt und hat mir dann die Sachen geschickt und so haben wir also einen Überblick gewonnen, der natürlich nicht hundertprozentig ist. Also es ist immer noch möglich, dass sich noch was findet, aber wir haben doch eine gewisse Anzahl von interessanten Reportagen gefunden, von denen ich nachher zwei vorlesen werde, damit Sie mal einen Eindruck bekommen. Und die sind schon übersetzt, das solltest du vielleicht auch jetzt schon sagen. Da kommen wir vielleicht beim letzten Bild der Präsentation. Beim letzten Bild, gut, okay. Genau. Machen wir dann. Also dann nochmal drücken, ja. Also das ist einfach nur mal die Volkszeitung, sieht man, dass er hier unten als Herausgeber fungiert. Das Sozialdemokratische Tagblatt für Nordwestböhmen, ja. Das sind also diese Exemplare, die in Komotau auch noch existieren. Ja. Ansonsten, also digitalisiert ist das alles nicht. Ne. So, das nächste, dann sieht man den Sozialdemokrat mal als, und das habe ich nur deswegen auch noch ausgewählt, weil da nämlich deutlich wird, am 8. März 1929, da sind sie noch nicht Regierungspartei, die DSAP, wird aber noch kräftig zensiert, oben, nach der Beschlagnahme, zweite Auflage. Also das nur mal so als eine Besonderheit, wo man sich wundert. Ja? Sagt mal, das ist doch eigentlich, kann doch gar nicht sein, aber irgendwie muss da was Prekäres drin gewesen sein. Nächste bitte. Nächste. So. Und das ist mal ein Beispiel, wie das präsentiert wird. Das ist auch in den Krallen der Wohnungsnot. Hier sind Fotos. Ein Haus in der Wildnis. Tagbau des Wenzelschachtes. Sieht man hier rechts. Und links, wenn man das, weiß ich nicht, kann man das lesen? Also es geht um auch Bretterbuden oder so am Sandberg bei Teplitz. Da weise ich drauf hin, weil das kommt jetzt in dem Text. Weil genau diese Reportage habe ich ausgewählt, weil Jaksch zwar hier sich sozusagen als Reporter sozusagen beschreibt, aber er ja da schon ein Jahr lang gelebt hat und in Teplitz viel zu tun hatte. Also er hat natürlich viel mehr Wissen, das merkt man dann auch, aber es ist eben eigentlich eine sehr interessante Reportage. Und diese Fotos sind eben, zeigen eben, im Gegensatz zu der normalen Zeitung sind ja keine Fotos drin. Also das ist praktisch eine ganz große Ausnahme. Und dann kommen auch noch,
das kann ich allerdings nicht zeigen hier, so Zeichnungen. Also werden auch Zeichnungen, da gibt es eine Dame, die dafür dann immer ihren, also gezeigt, also auch eine Wienerin übrigens ursprünglich. Das, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wieder drücken bitte. So, dann ist sozusagen seine Parteikarriere, also das Journalistische haben wir jetzt abgearbeitet. Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, er hat etwa bis 1928 diese Sozialreportagen geschrieben und dann wechselt er eigentlich fast organisch zur, zum Radio und macht dort auch solche Reportagen. Er ist zum Beispiel bei den Köhlern im Böhmerwald. Also das habe ich gefunden, das gibt es als Manuskript noch im Radio Prag. Und das wäre eigentlich dann auch noch eine Sache, die man auch noch mal genauer sich anschauen müsste. Aber sein Partei, also er ist so eine Doppelfunktion. Ne? Er ist Journalist, aber natürlich von vornherein Parteifunktionär, in der er dann auch in der Parteipresse tätig ist. Und er macht einen doch ziemlich rasanten Aufstieg in der Partei, denn 1929 ist für ihn die erste Chance, ins Abgeordnetenhaus zu kommen. Denn es war ja üblich, dass man 30 Jahre alt sein musste, um in das Prager Parlament zu kommen. Und da war also 29 die erste Wahl, in der das möglich war. Da war er also gerade 96 geboren, ne, war also gerade 33 und da konnte er gewählt werden. Und das war eben für einen Wahlkreis in Pilsen und da blieb er praktisch bis 39. Er hat auch nochmal diesen 38er Wiederholungseid oder so geleistet. Aber das war natürlich nur nochmal pro forma, weil es war ja, löste sich ja, die DSAP löste sich ja schon auf. Also man ging ins Exil, also versuchten sich zu retten. Nach der Besetzung des Sudeten, also nach dem Münchner Abkommen. Er wird 1935 stellvertretender Parteivorsitzender und dann folgt im März 1938 die Wahl zum Vorsitzenden der DSAP. Also nur so als Headline, wir wollen das nicht weiter aus, also da müsste man viel sagen dazu, aber das wollen wir ja heute hier nicht thematisieren. Interessant ist nur hier noch so eine kleine, eine Annonce, in der Parteipresse war das ja, ne? Ich denke, dass er 1937 in Eichwald, ja, eine künstlerische Feierstunde zur Weihnachtszeit, und da steht eben da, Redner, Abgeordneter Wenzel Jaksch. Also er geht da durchs Land und ist da überall präsent, nicht? Das muss man sehen, ne? Und auch bei einer sehr sozusagen kulturell hochstehenden Veranstaltung. Das nächste bitte. Ja. So, dann kommt eben im September 38, noch vor dem Münchner Abkommen, dieser Aufruf, der ja auch gedruckt ist, Mitbürger, es geht um alles. Da wird er, spricht er auch im Radio, das habe ich auch, aber das ist zu lang. Das ist einfach 10 Minuten, das ist aber interessant, wie er da redet. Das ist bei Radio Prag noch zu finden gewesen. Nicht? Die haben das noch aufgehoben, glücklicherweise. Am 15. März ist dann diese dramatische Flucht. Also die Deutschen kommen ja schon nach Prag. Also die Nazis kommen nach Prag, so muss man sagen. Er rettet sich in die britische Botschaft. Und darüber schreibt er später, das ist auch wie ein Krimi, aber es ist die Realität, Abschied von Böhmen. Das ist ein Text, den er 1960 verfasst und in der Seligergemeinde, also die Seligergemeinde gab bis 2000 jedes Jahr ein Jahrbuch heraus. Und in diesem Jahrbuch veröffentlicht er diese Schilderung. Und wir sind das auch, das kann ich noch kurz erwähnen, also durch diesen Bericht angeregt, sind die Kinder, und da war ich auch dann mit dabei, sind wir das im Mai 2011 nachgewandert sozusagen, also diese Flucht praktisch nach Polen. Dann kommt die schwere Zeit im Exil, 39 bis 49, und da, wenn Sie nochmal drücken,
Da gibt es halt auch einen sehr interessanten Bericht, wo er eben, ich will es mal nur mit einem Wort sagen, wo er diagnostiziert, also das ist die Stellungnahme zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Also das ist die Stellungnahme der Parteiführung aus London praktisch. Und da sagt er... Zweiter Weltkrieg natürlich. Und da sagt er im Grunde, und das zeigt, dass er die Psychologie Hitlers sehr genau kannte, auch weil er ja mit vielen Umfeld und so, mit Gegnern und so natürlich vertraut war und er selber ja auch einer war, sagt er, dieser Krieg wird das deutsche Volk, Hitler wird das deutsche Volk in seinen Selbstmord mit hineintreiben. Und das am 7. oder 8. September 1939. Das ist also das finde ich unglaublich prophetisch, nicht? Also er hat es einfach, er wusste, wie der tickt, der Hitler, und worauf das hinausläuft. Also das nur als, bitte die nächste Seite. Das ist jetzt nur nochmal, um sozusagen den Lebensweg nochmal klar zu machen. Also 1946 wird zum 50. Geburtstag, gibt es eine Broschüre, Ruhm und Tragik der sudetendeutschen Sozialdemokratie. Das erscheint in Malmö und enthält einen von Ernst Paul, das war dann auch der Nachfolger im Amte des Vorsitzenden der Seligergemeinde, ein verfasstes Lebensbild von Jaksch. Das und eben eine Vielzahl von Artikeln, die in London erschienen sind, wo praktisch Ruhm und Tragik, also es wird die Situation, nachdem klar ist, beschrieben, wohin hat es jetzt die Sudetendeutschen, also wie ist die Situation für uns Sozialdemokraten nach der Vertreibung, die sie ja schon zu dem Zeitpunkt gewahr werden und das ja alles mitbekommen. Bitte die nächste. Also 1949 reist er dann nach Westdeutschland ein. Es ist wohl so gewesen, dass bis zum Tode von Benesch Jaksch nicht in die Bundesrepublik kommen, also nicht nach Westdeutschland, also nicht in die nach Westdeutschland kommen dürfen. Weil er wahrscheinlich, weil das eben von Benesch versucht worden ist, zu verhindern, dass er irgendwie in die Nähe kommt, also dass er rauskommt aus London. Es sind natürlich schon andere, Ernst Paul ist schon da in Westdeutschland und Richard Reitzner. Also es sind schon Leute, es sind schon Sozialdemokraten, sudetendeutsche Sozialdemokraten sind schon in Westdeutschland. Ich habe nur erwähnt, dass er eben nicht in den ersten Bundestag einzieht, ob das nun aus Termingründen war, dass er zu spät kam oder ob es da Probleme gab in Hessen. Da gibt es so verschiedene Darstellungen, so ganz genau lässt sich es nicht rekonstruieren. Aber Fakt ist, ich habe bei einer Rede von Schumacher, die ich gehört habe, von 1950, den Hinweis bekommen, dass er sich um eine Nachwahl bemüht hat. Also um ein Direktmandat irgendwie, und das ist aber nicht geglückt. 1950 wird er dann zum Leiter des Landesamtes für Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte ernannt und ist dort letztlich für den großen Hessensplan zuständig, was also in Hessen eine große Sache ist. Da geht es nämlich darum, dass die vertriebenen Sudetendeutschen, die ja alle Industriearbeiter waren oder so, die nach Nordhessen kamen, wo keine Industrie war. Und die hat man durch Wohnungsbau und Umzugshilfen nach Südhessen gebracht, um dort sie sozusagen für die, um sie einfach, also um ihnen ein Leben zu ermöglichen, das ihren Fähigkeiten entsprach. Also das ist so ein bisschen der große Hessenplan. Bitte nochmal, nächste Bild. Er ist dann im Bundestag er schreibt 58 Europas Weg nach Potsdam. Das ist ein wichtiges Buch, das wirklich auch bemerkenswert ist für jemanden, der ja nur 7,5 Jahre zur Schule gegangen ist. Auf Tschechisch erschienen? Auch auf Tschechisch erschienen, allerdings nicht vollständig. Gut, also
es gibt dann einige, das müssen wir nicht so weiter, vielleicht das nächste, seine Tätigkeit. Also er ist in der Bundesrepublik, das ist noch wichtig zu sagen, ist ein ganz wichtiger Ideengeber für eine friedliche Neuorientierung der Außenpolitik nach Osteuropa. Er ist in einem Gremium 1957, also 1955 muss die Bundesrepublik, erkennt sie die Sowjetunion an, diplomatisch. Und ab 1957, in der Zeit zwischen 1957 und 1961, gibt es eine interfraktionelle Parlamentariergruppe, die sich mit dieser ganzen Problematik befasst, an deren Ende ein Bericht steht. Und der heißt auch heute noch im Bundestag, also wenn man sagt, wenn man auf diesen Bezug nimmt von 1961, das ist der Jaksch-Bericht. Und das ist die erste Grundlage, denn vorher ist Deutschland im Krieg. Ja, also wir sind ja noch im Krieg, wir sind ja noch nicht befriedet sozusagen. Das ist also der Punkt. Das ist also wichtig. Und wichtig ist dann noch, dass 1961 Willy Brandt den Jaksch in sein Schattenkabinett holt. Kommt ja nicht zu der, also er wäre dann Minister, wahrscheinlich vertriebener Minister gewesen, aber dazu ist nicht gekommen. Die nächste Seite bitte. Und dann hat er sozusagen Funktionen als Sudetendeutscher eingenommen. Er war Mitbegründer des Sudetendeutschen Rates, das ist so Gremium Bundespolitik und Vertriebenenpolitik zu verbinden. Die gibt es immer noch und er tagt, macht Marienbader Gespräche jedes Jahr. Dann war er Präsident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Vizepräsident des BDV und 1964 wird er zum BDV-Präsidenten gewählt. Bund der Vertriebenen. Bund der Vertriebenen, ja. Bund der Vertriebenen. Ja, das ist jetzt alles nicht so relevant. Also ich kann es lesen, aber also es gibt eine große, ich habe eben ein Tondokument, eine große Kundgebung, eine große Demonstration in Bonn, wo er versucht, die extremistischen Tendenzen, die in der Bundesrepublik ja auch fühlbar waren und 1969 ja auch zu einem sehr starken Ergebnis der NPD geführt hat, also 4,2%, das war ja eine Menge. Und das versucht er sozusagen demokratisch einzubinden und das ist also, man kann da nichts Revanchistisches oder so in seinen Worten finden, aber es ist natürlich eine Versammlung der Vertriebenen, die natürlich sagen, also wir lassen nicht alles zu. Also das ist schon, aber das zeigt eben seine, er ist einfach als Präsident des Bundes der Vertriebenen natürlich auch in gewissen Zwängen, dass er die alle vertreten muss. Ne? Aber er ist, aber man kann sich das anhören, also das ist nicht, das hat nichts, also auch heute nichts Unangenehmes, wenn man das hört. Das sind natürlich so ein paar Floskeln drin, das dreigeteilte Deutschland und so weiter, aber das ist damals auch normal. Darüber reden viele, also da ist er nicht der Einzige. Das nächste, bitte. So, dann ist der 70. Geburtstag Wenzel Jaksch. Man sieht hier Herbert Wehner bei der Familie Jaksch. Das ist sein Haus in Wiesbaden. Auch eine Siedlung übrigens, die natürlich, wo nur Sudetendeutsche leben. Die sind natürlich damals da erschlossen worden. Das nächste, die nächste Seite, ja. Er gibt noch ein Radiointerview, das können wir uns auch vielleicht anhören. Und dann nächste Seite, bitte. Nicht so schnell. Ja, das ist nicht so wichtig, das ist, können wir, ist nicht so wichtig. Am 26.11. Und dann kommt er nach Hause und um Mittag fährt er wieder zu einem Termin, also seine Frau fährt und dabei nimmt also die Joan Jaksch hat eben den ist gefahren und hat die Vorfahrt nicht beachtet und da ist also ein anderes Auto reingedonnert und damals gab es keine Gurte und die Tür ist aufgeflogen und Jaksch auf dem Beifahrersitz fällt raus und mit dem, knallt mit dem Kopf gegen Bordstein. Und das ist so typisches, was man hier bei Schumacher und so gehört hat, nicht? Dieses Schädel-Hirn-Trauma, ne? Also das ist praktisch, das ist dann nicht mehr zu retten. Also er stirbt dann wenige Stunden später. Er wird sofort versorgt, aber es ist dann vorbei. Und jetzt kommt die nächste Seite.
Am 1. Dezember 1966 wird Kiesinger Bundeskanzler einer großen Koalition, Willy Brandt Vizekanzler und Außenminister, und am 2. Dezember findet die Trauerfeier für Jack statt. Also das verbindet sich auf eine Weise, wie man das, also das war für mich auch neu, aber das ist unglaublich. Diese Rede von Brandt ist im Grunde genommen die erste Rede, die der als Außenminister gehalten hat, als Mitglied der Bundesregierung. Das war er ja vorher auch nicht. Also es ist schon sehr besonders, also dass das so in diesem Brennglas passiert. So, dann nächste Seite. Es sind noch, also ich habe sozusagen, also was ist von Wenzel Jaksch geblieben? Also die Brücke verweist auf das Haus, das nicht mehr existiert. Es gibt eine Straße, in der das Haus steht, in dem er gewohnt hat. Und diese Tafel und viel mehr ist nicht geblieben, aber natürlich in den Köpfen. Und er hat viel geschrieben und das können wir heute noch nachlesen. Jetzt noch eine Seite weiter, bitte. Oh, dann doch nicht. Oh, dann doch nicht. Okay, dann gab es also noch eine Seite. Da sollte jetzt, das ist mal bei solchen Themen so, dass es für solche Themen kein Interesse gibt in Deutschland. Also solche Themen des deutsch-tschechischen Zusammenlebens, aber es gibt dann doch ein großes Interesse wiederum in der Tschechischen Republik, glücklicherweise, finde ich. Und wir haben also diese Sozialreportagen genommen und haben geschaut, ob es nicht einen Verlag gibt, der Interesse hätte, diese Sozialreportagen dann erscheinen zu lassen. Und wenn das jetzt hier funktioniert hätte, dann würden wir jetzt, aber ich glaube, das ist ein anderes Problem, dann würden wir jetzt hier sehen, den Buchdeckel des Buches, das 2017 erscheinen wird, die Sozialreportagen von Wenzel Jaksch, und zwar im Verlag Academia, also einem recht guten Hause, unten Wenzelsplatz. Jiří Paderewiec hat sich da sehr interessiert gezeigt und war da sehr offen, und jetzt wird das Buch eben erscheinen. Und ich würde vorschlagen, wir bitten mal ganz kurz hier zu uns in diese Runde die Dolmetscherin Susanna Schwarzowa. Ja. Gibt kurz das Mikro rüber. Susanna Schwarzowa ist nicht nur Dolmetscherin, ist heute Abend, sondern sie ist auch die Übersetzerin des Werkes. Also sie hat sich diese ganzen Sozialreportagen, die wir ja gerade gesehen haben, genommen und hat daraus dann tschechische Texte verfertigt, und ich dachte, wir könnten vielleicht so 2-3 Minuten uns mal ein bisschen darüber austauschen, damit die Runde hier auch mal erfährt, was das eigentlich auch für eine schwere Aufgabe war. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie kompliziert das eigentlich war, denn das Einzige, was wir dir bieten konnten, waren ja Fotos der Zeitungen von damals, also alles noch in der Frakturschrift. Und du musstest da wie ein Ägyptenforscher entziffern. Genau. Das Entziffern war nicht so schwierig. Man muss in das Entziffern erst kommen, dann geht es besser. Ein bisschen schwieriger war, dass die meisten Ortschaften, über die er schreibt, nicht mehr existieren. Es war eigentlich manchmal schwierig, die tschechischen Namen zu finden. Die hatten meistens auch tschechische Namen. Ja. Ich habe sie dann meistens online gefunden, auf einer Webseite verschollene Orte oder verschwundene Orte Böhmens. Und das war schon schockierend oder sehr traurig, immer zu lesen, gibt's nicht mehr. Also die meisten Orte gibt's gar nicht mehr. Ja, und eigentlich schockierend, das charakterisiert die ganze Arbeit am besten, finde ich. Weil, obwohl ich glaube, dass ich nicht so ganz schlecht informiert bin, konnte ich mir nicht vorstellen, wie die Leute damals in den Sudeten an der Grenze gelebt haben. Was er da beschreibt, kann man sich wirklich nur schwierig vorstellen. Wir werden uns das gleich vorlesen. Wirklich die Zustände, wie Leute in Gefängnissen gewohnt haben, weil sie kein Zuhause hatten, wie sie in verschiedenen Wäscheräumen gewohnt haben, überall. Das war wirklich sehr schockierend. Das hat mich also, ich habe die Texte ja auch gelesen, ich habe ja dann noch die Übersetzung von dir nochmal gelesen. Das hat auch etwas, was mich wirklich sehr
bestürzt hat, wirklich diese Schilderung der unglaublichen Armut. Ich meine, klar, Jens Wenzel-Jaksch als Sozialdemokrat, der wird natürlich auch nur in bestimmte Schichten gegangen sein, aber diese Schichten hat es gegeben und relativ weit verbreitet. Und er beschreibt das ja wirklich auch flächenhaft eigentlich für alle Sudetengebiete, gibt es diese Schilderung dieser unglaublichen Armut und dieses unglaublichen Elends. Wie würdest du das so sprachlich bewerten? Ich meine, du hast ja schon einige Übersetzungen gemacht, du machst ja heute auch viele Übersetzungen. Gut, der Mann hat es jetzt in den 20er Jahren geschrieben. Das war wirklich sehr interessant, weil die Sprache ein bisschen anders war, aber für uns Tschechen vielleicht auch manchmal ein bisschen verständlicher, ja. Weil es Wörter gab, die man heutzutage nicht mehr benutzt, aber die damals normal waren. Ich habe das schöne deutsche Wort Sekiren gehört, Sekiro-Wort auf Tschechisch und so. Und so gab es wirklich eine ganze Reihe, sehr schön. Ja, und aber wirklich auch was die Fakten angeht, man schreibt da über eine Realität, die es nicht mehr gibt, aber sehr hilfreich war da wieder Internet. Ja. Es gibt nämlich die Mitschrift aller Sitzungen im damaligen Parlament online, meistens in beiden Sprachvarianten, auf Tschechisch und auf Deutsch. Also das meiste kann man eigentlich finden. Aha. Ja. Ich weiß, dass wir so in der Nachbereitung der Übersetzung ja auch dann gestolpert sind über einige Berufsbezeichnungen oder auch so andere Personenbezeichnungen. Ich meine jetzt nicht Namen, ich weiß, es gab irgendwie Inman oder so ähnlich. Inman, auf Tschechisch Inman, das ist einfach ein Mensch, der beim Bauer wohnt, fast kein Geld bekommt und dankbar sein sollte, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Ja. Es ist also, wie man sieht, eine literarisch recht interessante Quelle, auf die wir uns dann im nächsten Jahr, also zumindest der tschechische Leser, die tschechische Leserin freuen kann, wenn das nämlich durch den Verlag Academia herausgegeben wird. Eine deutsche Herausgabe wartet leider noch auf ihr Herauskommen. Interessierte Verleger. Genau. Wenn welche im Raum sind, sollen Sie sich bitte melden. Die Texte haben wir alle, können wir alle zur Verfügung stellen. Ja. Aber ist halt, wie gesagt, schwierig für den deutschen Markt. Das ist dann schon sehr spezifisch. Ja. Für den tschechischen Markt, denke ich, ist es schon sehr interessant, weil es eben doch ein interessantes Zeitdokument der 20er Jahre ist. Noch dazu von einer Person, die auch relativ bedeutend ist für die tschechoslowakische Geschichte. Gut, Dankeschön. Ich danke auch für die Einlage. Hey, das. Okay. Ich denke, wir gehen jetzt über zu zwei Texten. Ja, ich würde so sagen, also eigentlich ist ja diese, der erste Text ist sozusagen noch nicht so bitter, sondern ist eigentlich ganz optimistisch, würde ich sagen. Er ist sowieso nie eindimensional sozialkritisch, sondern er ist immer sehr genau in der Beschreibung und hat viele Aspekte. Ich würde also jetzt die erste Reportage lesen. Sie ist aus dem Sozialdemokrat vom 11. Februar 1928 in der Heimat der Instrumentenmacher. Graslitz und Schönbach, zwei Tonquellen der Welt. Unerschöpflich sind Begabung, Fleiß und Handfertigkeit des schaffenden Erzgebirgsvolkes. Graslitz, die industrielle Hauptstadt dieses arbeits- und hungergesegneten Grenzlandes, liefert dafür tausendfachen Beweis. Diese Stadt und der gleichnamige Bezirk teilten das Geschick der Pressnitzer, Joachimsthaler, Neudecker Nachbarschaften. Auf der Jagd nach edlen Metallen fallen Auswanderungsschwärme in unfruchtbares Hochland ein. Nach einer kurzen Blüteperiode vegetieren die Menschen jahrhundertelang zwischen verfallendem Bergbau und Heimarbeit dahin, werden vom Wirbel frühkapitalistischer Entwicklung mitgerissen, wieder in die Schluchten von Krisen, Kriegen, Hungersnöten geschleudert, von jeder neuen Wirtschaftsblüte erfasst und emporgehoben. So oft auch das Ungemach diesen zähen Menschenschlag zu Boden wirft, so oft erhebt er sich wieder zu neuem Kämpfen und schaffen, unbesieglich, unüberwindbar in seiner starken Lebenskraft. Graslitz war vor dem Kriege eine aufblühende Industriestadt. Das Fabriks- und Heimarbeitsproletariat seines Bezirkes darbte im Kriege.
von allen Agrargebieten durch benachbarte Hungerburgen, abgeriegelt, ärger als die ärmste Großstadtbevölkerung. Über Hungerödem, Hilfsaktionen, Plünderungen führte sein Weg in die kurze Nachkriegskonjunktur, in den beispiellosen Wirtschaftsniederbruch der Deflationsjahre, die zeitweise 5/6 der Arbeiterschaft in Arbeitslose verwandelten. Als nach langen Zeiten der Depression wieder die ersten Sendboten einer neuen Konjunktur auftauchten, erwachten die toten Maschinen und Arbeitssäle seiner Webereien, Stickereien, seiner Spielzeugfabriken, Instrumentenwerkstätten, belebten sich die Arbeitstische seiner Hauswerkstätten und Heimarbeiterstuben und die Menschen nahmen ihre Plätze wieder ein, als ob sie unverwundbar durch den Kugelregen des Elends geschritten wären. Das ist der Inhalt einer knapp 20-jährigen Entwicklung dieses Erzgebirgsdistriktes, die in den hohlen Gesichtern seiner Arbeitsmenschen unauslöschlich geschrieben steht, die sich in den Körpern verhärmter Frauen und verkümmerter Jugend tragisch ausprägt. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, eine moderne Passionsgeschichte, noch ein proletarisches Heldengedicht zu schreiben, sondern eine abschließende Reisebeschreibung über die erzgebirgische Instrumentenindustrie, die den Städten Graslitz und Schönbach Gepräge und Weltruf gibt. Graslitz ist ein mächtiger, in alle Weltteile fließender Tonquell für große und kleine Musikanten. Schon in den Arbeitssälen der Spielzeugfabriken hebt das Wunder an. An der schnurgeraden Front der Stanzmaschinen sitzen blaue Blusenmänner und verwandeln mit monotonem Griff Blechrollen in die Grundbestandteile eiserner Zwergviolinen und Waldhörner. Metalldreher zaubern aus sprödem Stoff die geschwungenen Mündungen der Kindertrompeten hervor. Holzdreher sitzen im Harzgeruch und in Wolken von Sägespänen eingehüllt und senken kreischende Messer in das Fleisch der Fichtenklötzer, die als gefälliges Werkstück den Saal ihrer Qual verlassen. Männer an Lötmaschinen und Spritzkasten, Frauen an langen Arbeitstischen vereinigen die Bestandteile, geben ihnen Farbe, Form, Packung. Mädchen hantieren an einem laufenden Band und kleben auf die Schachteln bunt bedruckte Papierstreifen. The Baby Violin stand darauf, denn die kleinen Blechviolinen, Posaunen, Trompeten, Laserkästen nehmen ihren Weg in die angelsächsische Welt. Auch die riesigen Haufen leichter Tennisschläger sind für England und Amerika bestimmt. Viele glückliche Kinder müssen sich dort auf Tennisplätzen tummeln dürfen. Im Kontor holen Heimarbeiter ihr Arbeitsmaterial ab. Die ganze Fabrik ist nicht nur auf einer sinnvollen Kombination von Maschinenarbeit und Handarbeit aufgebaut. Die Heimarbeit muss wieder die Fabriksarbeit ergänzen. Gewisse kompliziertere Teilvorrichtungen bleiben noch immer den Heimarbeitern überlassen. So das Einschlagen der kleinen Nietstifte in die Platten der Mundharmonikas und Kinderflöten, Stifteln genannt. Das Stifteln ist eine Kinderarbeit und wird von ihnen in der schulfreien Zeit betrieben. Wenn auch nicht mehr in den grausamen Formen der Vergangenheit, ist die Kinderarbeit im Klingenthaler Gebiet des benachbarten Vogtlands weit verbreitet. Dort ist die Haupterzeugungsstätte für Mundharmonikas und Ziehharmonikas. An die 9000 Menschen sind in der Klingenthaler Musikindustrie beschäftigt. Davon über 2/3 Heimarbeiter, in deren Reihen das weibliche und jugendliche Element weit überwiegt. Das klingende Tal im Vogtland liefert alljährlich schätzungsweise 30 bis 35 Millionen Mundharmonikas und 1 Million Ziehharmonikas an die Volksmusikanten der Welt. Der Hauptzweig der Graslitzer Musikindustrie sind Blech- und Holzblasinstrumente, also Trompeten, Posaunen, Flügelhörner, Waldhörner, Signalhörner, Klarinetten, Flöten und in neuerer Zeit auch noch Saxophone. Sie hat ihren Sitz in 8 Fabriken und vielen kleinen Werkstätten. Vor dem Kriege zählte die Genossenschaft der Musikinstrumentenmacher 440 Mitglieder.
deren Zahl bis zum Jahre 1918 auf 180 sank und gegenwärtig schon wieder der alten Höhe nahe sein dürfte. Neben den vielen Unternehmern und Meistern werden rund 3000 Fabriks- und Heimarbeiter in dem Fach gezählt. Die Instrumentenmacherei ist Kunsthandwerk. Wir besuchen die Werkstätte eines Genossen, wo sogenannte Zusammendreher an der Arbeit waren. Dort erfuhren wir, dass die Maschine eines Flügelhornes durch 70 Hände gehen muss, bevor sie eingesetzt werden kann. Denn die Klappen müssen leicht beweglich und doch vollkommen luftdicht zusammengedreht werden. Das in der Praxis zu vollbringen, ist beinahe so schwer, wie die Quadratur des Zirkels zu finden. In einer kleinen Fabrik konnten wir den ganzen Werdegang der blechernen Tonwerkzeuge mitverfolgen. Die Sache fängt an wie beim Schneider. Zuerst werden die Stücke aus Messingblech zugeschnitten. Das Zusammenflicken geht nicht so einfach wie bei der Nadel, wie mit der Nadel, sondern muss am offenen Feuer der Löterei geschehen. Der Schneidermeister gibt seinem Kunstwerk durch Anprobieren und Ausbügeln die richtige Form. Der Instrumentenmacher hat es schwerer. Er muss die Messingblechröhre mit Blei vollgießen und mit dieser Füllung in gefällig geschwungene Rundform biegen. Dann heißt es, die entstandenen Falten mit einem Holzhammer auspochen, das Blei herausnehmen, den Mündern die elegante Schweifung geben, die Maschine einsetzen, das Instrument spiegelblank putzen und polieren. Dann ist das Werkstück aber noch nicht fertig. Es fehlt ihm etwas, was kein Konstrukteur aufzeichnen, was keine Maschine stanzen, drehen, gießen oder walzen kann. Der Ton, der rein klingende, schmetternde, jubilierende, grollende Ton. Ja, darum kann kein Ford oder Batia die vielen kleinen Werkstätten und Fabriken von Graslitz mit einem mechanisierten Großbetrieb niederkonkurrieren, weil sich die Instrumentenmacherei nicht in lauter Handgriffe auflösen und entseelen lässt, sondern weil jedes Erzeugnis erst Wert und Leben empfängt, indem der Schöpfer ein Stück seiner beschwingten Seele hineinlegt. Darum muss jeder Instrumentenmacher auch ein Pflichtinstrument können. Darum sind die Instrumentenmacher fast durchwegs gute Musikanten und legen mit ihren Arbeitermusikkapellen oft Proben ihres hohen Könnens ab. In allen Weltteilen, wohin Graslitzer Instrumente exportiert werden, klingt in Konzertsälen, Theatern, Dorfgasthäusern, auf Luxusdampfern, wie in Matrosenkneipen, ihr heiteres Wesen, ihre Schwermut, weint und jauchzt in den Weisen der starke Lebensgeist des werktätigen Erzgebirgsvolkes. So wie Graslitz und Klingenthal heftige Konkurrentinnen und eng verbundene Schwesterstädte sind, so sind das nahe Schönbach und das vogtländische Markneukirchen ein Zwillingspaar der Arbeit und des Fleißes. Klingenthal und Trossingen in Thüringen, da hat er sich leider vertan, aber das konnte er nicht wissen, machen die Harmonikas. Graslitz, Lyon und das amerikanische Elkhart liefern die meisten Blechblasinstrumente. In Schönbach und Fleißen, Markneukirchen, im bayerischen Mittenwald und im französischen Mirecourt sitzen die Geigenmacher der Welt. Was wären die berühmtesten Komponisten und Dirigenten ohne die Volkskunst dieser wenigen, meist recht bescheidenen Orte? Im Vogtland ist die Geigenbauerei erst durch deutsch-böhmische Protestanten zur Blüte gebracht worden, die vor dem Zwang des Katholischwerdens flüchteten. Der ältest bekannte Geigenbaumeister in Schönbach war Elias Plachte, ansonsten gebürtig zu Nimes in Böhmen, dessen Schaffenszeit zwischen den Jahren 1690 und 1721 lag. Plachte hat viele Schüler gefunden. Zwei Drittel der Schönbacher Bevölkerung leben heute von dieser alten Kunst. In der ganzen Umgebung mögen ihr 4500 Personen nachgehen. Im Schönbacher Ländchen werden nicht nur Violinen, Cellos, Bassgeigen, sondern auch alle Arten Zupfinstrumente wie so Mandolinen, Zithern, Gitarren, aber auch viel Zubehör wie Violinbögen, Griffbretter, Stimmpfeifen, Dämpfer, Saiten und Etuis hergestellt. Die Arbeit ist Hausindustrie mit weitgehender Arbeitsteilung. Um nur eine Anzahl der Mitwirkenden zu nennen,
Die Zunft verteilt sich in Holzzuschneider, Boden- und Deckenzuschneider, Zargenschneider, Adermacher, Boden-, Decken- und Halsschnitzer, Griffbrett- und Seitenhaltererzeuger, Schachteln- und Korpusmacher, Wirbeldrechsler, Stegmacher, Polierer. Der Mann, der alle Bestandteile zusammenfügt, hat den alten Ehrentitel Geigenmacher ererbt. Seit 1904 haben sich die Schönbacher Instrumentenmacher mit großen Mühen eine Produktivgenossenschaft aufgebaut, deren Anlagen und Räumlichkeiten den Eindruck eines modernen Verlags- und Exporthauses machen. Den Mitgliedern werden alle Vorteile der vorbereitenden Maschinenarbeit geboten, unter anderem durch Kreissägen, welche die rohen Fichtenstämme in schmale Brettchen zerteilen, wie sie die Decken- und Bödenmacher brauchen. Die Produktivgenossenschaft besorgt den gemeinsamen Einkauf des vielfach recht teuren und seltenen Rohmaterials. Es wird ja nicht nur inländisches Fichten-, Buchen- und Ahornholz gebraucht, sondern auch wilder Buchsbaum aus Westindien, Schlangenholz aus Kuba, Brasil- und Mahagoniholz aus Indien. Produktivgenossenschaft ist auch eine gemeinsame Verkäuferin und Exporteurin und erspart so den Erzeugern bedeutende Zwischenhandelsspesen. Von dem großen Umfang des Geschäftes zeugt das riesige Musterlager der Genossenschaft, aber auch die Tatsache, dass manche Woche bis zu 10.000 Violinen verschickt werden. 10.000 Violinen in einer Woche. Da muss in vielen kleinen Werkstätten der Holzschnitzer, Korpusmacher, Polierer, Steg- und Bogenmacher schon fleißig dazugeschaut werden. Gearbeitet wird auch, wenn gerade Konjunktur ist. In allen Häusern und in allen Stuben. Frauen und Mädchen helfen nicht nur in der Werkstatt wacker mit, sie liefern auch mit umfangreichen Rückenkörben die fertige Ware ab. Obwohl klarerweise auch in Schönbach kein Manna vom Himmel fällt und jede Krone wie überall sauer verdient sein muss, schien es uns, als ob wir dort noch einen Abglanz von dem fröhlichen Werksgeist vergangener Tage gefunden hätten. In diesem Landstrich, wo das Volkstum vom Erzgebirgischen zum Egerländischen übergeht, fließt das Blut rascher durch die Adern. Die Arbeit hat mehr Sinn und Klang als das tote Werk der Spitzenklöpplerinnen. Und wenn nicht die Krise ihre grauen Schwingen über das Schönbacher Ländchen breitet, soll es nach Feierabend bei Lieder und Lautengesang gar lustig zugehen? Warum soll auch das Werk des Arbeiters immer nur anderen Freude machen? Ein verwunschenes Königreich der Arbeit möchte man das deutsch-böhmische Erzgebirge nennen, wenn man es von Katharinaberg bis zu den Türmen der alten Reichsstadt Eger durchstreift hat. Graslitz und Schönbach sind zwei Höhepunkte der nimmermüden Schaffenskraft und der reichen Begabung seiner Bewohner. Heute schon tragen Produkte ihres Fleißes den Ruhm unserer Arbeit über die Weltmeere. Größere, wertvollere Leistungen sind in der Zukunft möglich, wenn den schöpferischen Anlagen dieses Gebirgsvolkes die Möglichkeit voller Entfaltung gegeben wird. Das ist der böse Zauber, der über der Landschaft liegt. Dass sie seit Jahrhunderten Ausbeutungsstätte für fremde Herren war, mit den reichen Werten, die hier für Grafen, Fürsten, Kapitalisten erschunden wurden und erschunden werden, hat man anderswo Schlösser, Paläste, Villen gebaut, Prunkwohnungen eingerichtet, den Luxus des Tages bestritten und so ist es bis zum heutigen Tage. Die fleißigste Arbeitsprovinz des Landes ist die ärmste, weil unsere Gesellschaftsordnung Fleiß mit Armut, Müßiggang mit mühelosem Gewinn belohnt. Erst wenn der Sozialismus diese verrückte Welt entzaubert, wenn die Mammonsgötzen stürzen und die Majestät der Arbeit auf den Thron steigt, wird das Werkvolk des Erzgebirges aus dem Winkel seines Aschenbrödel-Daseins in den leuchtenden Kreis des Lebens eintreten. Sauerstoff. Ich mach mal das Fenster ein bisschen auf. Ging das so von der Geschwindigkeit her? War okay, ja. Gut, okay. Aber also, da sieht man, denke ich, oder man konnte es zumindest hören, was für ein
Das ist eine Herausforderung, auch die Übersetzung solcher Texte ist. Also diese ganzen Berufsbezeichnungen, die jetzt auch zu hören waren, und technischen Begriffe, und davon sind viele andere Texte eben auch voll von. Also jetzt wird es ein bisschen einfacher von den Begriffen, glaube ich. Kann ich? Ne, Moment mal. Okay. Also jetzt der zweite Text ist aus dem Sozialdemokrat vom 14. Juli. Entschuldigung, von wann war der Text? Der 28. Februar 28. Nein. Februar 28. 14. Juli 26. Ist erschienen in einer Reihe, wo er andere Sachen auch geschrieben hat, die überschrieben waren, in den Krallen der Wohnungsnot. Und da ist das sozusagen ein Schlusskapitel mit der Überschrift Bilder vom Wohnungselend im Teplitzer Industriebezirk. Teplitz. Lässt man von der Königshöhe aus den Blick über das Stadtbild gleiten, so gewinnt man den Eindruck, eine der schönsten Mittelstädte unseres Landes vor sich zu haben. Eine alte Kultur des Feudaladels und des Bürgertums hat sich in der alten, durch reges industrielles und kommerzielles Leben verjüngten Badestadt prächtige Denkmäler gesetzt. Die schlanken Türme der Kirchen, die Kuppel des jüdischen Großtempels, der markante Turm des Gymnasiums, im Vordergrunde der Kolossalbau des neuen Stadttheaters, alles durchwirkt von künstlerisch gestalteten Park- und Kuranlagen. Dazu die Umrahmung einer selten schönen Erzgebirgslandschaft. Das liefert ein packendes Gemälde, das immer wieder auf den Beschauer die stärkste Anziehungskraft ausübt. Darum sind die Teplitzer stolz auf ihre Stadt. Und auch die zahlreichen fremden Besucher zollen den Schönheiten des Kurortes ehrliche Bewunderung. Selten erfährt aber der flüchtig durchreisende Gast, was der Einheimische zwar weiß, jedoch in der Hast des Alltags längst nicht mehr beachtet, dass im Herzen der Stadt hinter verkehrsdurchfluteten Straßenzügen wenige hundert Meter von wundervollen Parkanlagen und stolzen Baudenkmälern ein Stück finsteres Mittelalter bis in unsere Tage erhalten blieb. Wir meinen das Judenviertel, die interessanteste Sehenswürdigkeit und zugleich die Schande von Teplitz, ein proletarisches Ghetto. Genosse Dr. Max Beck, der Arzt dieses arme Leuteviertels, stellte seine reiche Orts- und Personenkenntnis für den Rundgang zur Verfügung. Ein merkwürdiges Gefühl gewinnt bei der Wanderung durch die engen, winkeligen, von Schmutz und Gestank erfüllten Gassen die Oberhand. Da war einmal das Ghetto der jüdischen Händler und Geschäftsleute, die in der Umgebung der Vollbürger nicht geduldet wurden und die, gedrückt von Ausnahmevorschriften und finsteren Vorurteilen, in die quälende Enge eines Straßenviertels zusammenrücken mussten, das ihnen als Wohnplatz zugewiesen war. Der soziale Umschichtungsprozess der kapitalistischen Entwicklung hat die Ureinwohner des Judenviertels in lichtere, breitere Straßenzüge hinausgeführt. Ihnen ist eine neue Schicht der Ausgestoßenen nachgerückt, das besitzlose, heimatlose Proletariat, das heute das Hauptkontingent der Einwohnerschaft des Teplitzer Ghettos stellt. Die Wohnungsnot der Jahre vor und nach dem Kriege hat es bewirkt, dass die ungesündesten, vom baulichen wie vom sanitären Standpunkt gleich unzulänglichen Behausungen am stärksten überfüllt sind. Nach dem Vorhergesehenen in den anderen Orten war man kaum noch auf Überraschungen gefasst. Und doch wirkten die Bilder des proletarischen Wohnungselends im Teplitzer Judenviertel schon wegen der Lage und Umgebung aufreizender als alle anderen. So wohnen arbeitende Menschen. In der Karlsgasse zeigt Genosse Dr. Beck zunächst die einfenstrige Kammer eines alten, baufälligen Hauses. Die Tür ist durch ein Kinderbett verstellt, der Raum bietet kaum Platz für ein weiteres Bett und einen eisernen Ofen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern wohnt darin. Die Frau schwanger, der Arzt muss ihr zureden, dass sie hier doch nicht entbinden kann. Ein Kind war krank im Spital. Als es herauskam, ist es im Bett durch das hereinströmende Regenwasser wieder durchnässt. Der Hausherr lebt irgendwo in Wien, lässt nichts mehr richten, schert sich überhaupt nicht um die Parteien, soweit er sie nicht mit Zinssteigerungen beglücken kann. In der Badegasse,
im trostlos dunklen Zimmer und einem Küche genannten Vorraum 10 Personen. Die einzigen Fenster auf den Hof hinaus, das heißt in ein lichtloses Gewinkel, das Schutthaufen und Schmutzlachen umschließt. Bei der schlechten Kanalisation sind Überschwemmungen mit Jauche an der Tagesordnung. Soll man da fleißiges Lüften empfehlen? Auf die Frage, ob es auch hier hineinregnet, heute gerade nicht, aber in den letzten Tagen hätte es uns bald fortgeschwemmt. Badegasse 25. Hausherr ist die Stadtgemeinde. Die Hausflur gleicht einem Zugang zu den Katakomben. Gegen den Hof eine richtige Dunkelkammer. Kommt man durch die halbverstellte Tür ohne Genickbruch hinein, kostet es schwere Mühe, um 5 Uhr nachmittags die Inwohner zu zählen. 5 Personen hausen hier. Die Mutter ist vor einigen Wochen von dem einen der 2 Betten weggestorben. Arbeiter sind da daheim, die sich aller Wohnungsqual zum Trotz mit bewunderungswürdiger Kraft aufrechterhalten. Ja, sogar noch Muße zur Kanarienzüchterei finden. Nur ein blasses junges Mädchen, das für die Geschwister die Wirtschaft führt, klagt, dass sie sich jeden Tag elender fühlt, seitdem sie in diesem Gefängnis steckt. Begreiflich. 2 Stock höher. Das heißt, über eine schon bei Tag lebensgefährliche hölzerne Hühnerstiege hinaufgeklettert bis zur Dachwohnung eines städtischen Kutschers. Kaum, dass die Tür geöffnet ist, bietet sich ein furchtbarer Anblick. Ein kahler Raum, darin eine verweinte Frau und eine ganze Schar verhärmter Kinder hausen. 6 Kinder vom 9 Monate alten rachitischen Säugling bis zur schwer zurückgebliebenen 13-Jährigen. Aus tiefster Seele jammert die Frau: Ich habe das ganze Leben schon satt. Vor lauter Schmutz und Ungeziefer, wer weiß, wie lange die Höhle schon steht, 100, 200 Jahre, ist es hier nicht mehr zu erleiden. Die Familie hat Aussicht, eine bessere Wohnung zu bekommen. Welch ein Glück! Was aber die bisherige Wohnung die Jahre hindurch an der Gesundheit der Kinder verbrochen hat, könnte kein künftiger Schlossaufenthalt gut machen. Kurgäste des Todes. Wollte man die weiteren Wohnungsbesuche der Reihe nach aufzählen, verfiele der Bericht der Gefahr der Langweiligkeit. Finstere Gänge, gebrechliche Holzstiegen führen immer wieder zu neuen Städten proletarischer Wohnungsnot. Immer wieder die lichtlosen Räume, überfüllt mit Kindern, Erwachsenen, Alten, Kranken. Ja, die Krankheit ist in diesen Wohnkerkern ein treuer und beständiger Gast. Kinderkrankheiten, Tuberkulose, Bleichsucht, Rheumatismus gehen durch die schmalen Türen ein und aus. Nicht immer wird der Arzt gerufen. Doch wenn er kommt, wie kann er helfen? Die einzige Rettung in vielen Fällen wäre heraus aus dem Bazillenloch. Und zwar nicht für einige Wochen Krankenhausbehandlung, sondern dauernd. Kann ein Arzt diese Medizin verordnen? Wenn er sie auch nennt, verursacht er den Leidenden nur vermehrte Seelenpein. Denn viel leichter ist es, durch die zolldicken Eisengitter eines Staatsgefängnisses auszubrechen, als ein armer Teufel aus diesen Wohnlöchern entrinnen kann. So gibt es Fälle, wo der Arzt feststellen muss, so sicher als sich tagtäglich der Sonnenlauf wiederholt, müssen diese kranken Menschen bei solchen Wohnungsverhältnissen zugrunde gehen. Hier stößt die beste Kunst und edelste Hilfsbereitschaft des Arztes auf unübersteigbare Schranken. Vielleicht illustrieren die Teplitzer Verhältnisse am besten die wahnwitzigen Auswirkungen der Klassenunterschiede. Aus fernen Gegenden kommen Kurgäste in die Stadt, an deren heilsamen Quellen sie gar oft ihre verlorene Gesundheit wiederfinden. In jeder Weise ist für sie vorgesorgt. Kurhäuser, Badeanlagen stehen bereit, bewährte Ärzte sorgen für das gesundheitliche Wohl, Parkanlagen, idyllische Spaziergänge, Kurkonzerte für Erholung und Zerstreuung, alles ist bereit, ihnen zu helfen und zu dienen um des lieben Geldes willen. In engster Nachbarschaft mit diesen Kuranlagen, Bädern und Kurhäusern wohnen die Kurgäste des Todes. Proletarier, die mit ihrer Hände Fleiß den Reichtum der Stadt und des Landes mehren, müssen als Opfer der Wohnungsnot krank und siech bleiben und früh dahin sterben, damit die anderen gesund werden können.
Gegen das Krebsübel der Zeit gibt es keine Kurkommission. Lasset uns Hütten bauen. Diese biblische Losung hat auch in der nächsten Umgebung der Stadt Teplitz ihre Vollstrecker gefunden. Auf den Gründen des alten Wenzelschachtes, das war das Foto, hinter dem Bahnhofe sind gerade einige Holzbaracken der Obdachlosen im Entstehen begriffen. Bis in die Tiefen und Löcher des verlassenen Tagebaus, links von der Weißkirchlitzer Straße, haben sich die Opfer der Wohnungsnot geflüchtet. Nach beschwerlicher Kletterpartie über die verlassenen Halden, vorbei an Gruppen von freiwilligen Kohlengräbern, die die Erde nochmals nach dem teuren Brennstoff durchwühlen, können wir auch diesen Siedlern einen Besuch abstatten. Ein tschechischer Bergmann wohnt in einer innen und außen ganz hübsch hergerichteten Bretterbude. Im Vorjahre hat er sie erworben. Zu Weihnachten ist alles abgebrannt. Seither wieder frisch aufgebaut worden. Das Ehepaar hält sich an dieser Einsiedelei noch Kleinvieh und hat sich aus dem aufgeschütteten Erdhaufen sogar ein kleines Äckerlein hergerichtet. So folgen die Menschen der Parole zurück zur Natur. Schlimmer sind die ziemlich weit entfernt wohnenden Nachbarsleute dran. Mitten zwischen den Hügeln und Wasserlachen steht ihre armselige Hütte aus Lehm und Brettern. Ein junges Ehepaar hat sie um 3000 Kronen erworben. Weil es schon 4 Jahre bei den Eltern gewohnt hat und sich dort nicht rühren konnte. Von der überfüllten elterlichen Stube und den Schikanen eines nicht gerade mieterfreundlichen Hausherrn sind die Menschen in die Wildnis des verlassenen Tagebaus geflohen. Trotz Kälte und Einsamkeit scheinen sie sich hier wohler zu fühlen als im Bereich der Zinskasernen. Eine Sehenswürdigkeit für sich ist die im Bilde wiedergegebene Höhlenwohnung auf dem Sandberg bei Teplitz, also wieder das Foto, wo eine Familie unter primitivsten Verhältnissen schon seit 3 Jahren vegetiert, wozu die umfangreichen Ausgrabungen und wissenschaftlichen Expeditionen zur Erforschung der Urzeit, wenn man bei einem kleinen Spaziergang in unmittelbarster Stadtnähe moderne Höhlenbewohner antreffen kann. Kampf der Wohnungsschande. Wie könnte man diesen Bericht anders abschließen als mit einem Appell zum Kampfe gegen die Wohnungsschande unserer Zeit? Da helfen nicht Worte, Tröstungen, Versprechungen, nur die Tat kann den Opfern des Wohnungselends Hilfe und Linderung bringen. Blutwenig ist bisher in dieser Richtung geschehen, noch weniger geschieht heute. Wohl haben unsere Genossen in den Gemeindestuben redlich an der Abwehr der Wohnungsnot gearbeitet. In Thurn sind über sozialdemokratische Initiative 3 große Wohnhäuser mit Staatsgarantie erbaut worden. Ein über unser Drängen gefasster Beschluss auf Erbauung weiterer 3 Wohnhäuser harrt noch der Ausführung. Teplitz hat dem Bestreben der sozialdemokratischen Gemeindefraktion entsprechend 10 große und 5 kleine Wohnhäuser mit ca. 90 Wohnungen errichtet. Außerdem einige Wohnungen in der Schulgasse. In Eichwald betreiben unsere Genossen ein Bauprojekt für 12 Wohnungen gegen die Sabotage der Bürgerlichen. Ähnliches wäre aus anderen Industriegemeinden zu berichten. Aber alles, was da unter großen Mühen und Opfern im Kampf gegen finanzielle Schwierigkeiten, staatliche Einsichtslosigkeit und bürgerliche Gegnerschaft geschaffen wurde, ist wenig oder gar nichts gemessen an der Riesenhaftigkeit und Unerträglichkeit der Wohnungsnot. Gut, die Gemeinden können aus eigener Kraft dem Übel nicht Herr werden. Weil aber der bestehende Jammerzustand seine Opfer bis aufs Blut peinigt, das Glück zahlloser Familien zerstört, die Gesundheit des jungen Nachwuchses vernichtet, kann man jedoch füglich verlangen, dass die Gemeinden in dem Abhilfestreben bis an die äußerste Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen. Der zweite Verpflichtete ist der Staat. Denn es ist nicht so, wie eine dumme kapitalistische Legende behauptet, dass erst der Mieterschutz die Wohnungsnot erzeugt hat. Wahr ist, dass das Übel seine Wurzeln in den argen Versäumnissen der Vorkriegszeit hat, in der Gütervernichtung des Krieges, in dem Wirtschaftschaos der Nachkriegszeit.
Der Staat hat aber seine klare Verpflichtung zur Wiedergutmachung der Kriegsschäden auf wohnungspolitischem Gebiet nur säumig erfüllt. Was er an realer Hilfe durch die Bauförderung bot, wurde in der nach nationalistischen Grundsätzen erfolgten Gewährung zur Quelle eines himmelschreienden Unrechts. Dazu das jahrelange Versagen der staatlichen Bauförderung allein ein Grund, die Schuldigen vor den Staatsgerichtshof zu stellen. Und nun die Verhöhnung der Wohnungslosen mit dem neuen Baugesetzentwurf, die für das Jahr 1934 verheißene Rückkehr zur Normalität der Wohnungsproduktion und des Wohnungsmarktes ist eine beispiellose Herausforderung für Hunderttausende arbeitender Menschen. Sie bedeutet nichts anderes als die Wiederauslieferung des Besitzlosen an die Grundrentner, an die Grundstück- und Bauspekulanten, an die nackte Willkür der Eigner der Zinskasernen. Ein Blick in die Wohnung, welche dem Arbeiter die vielgepriesene Wirtschaftsfreiheit der Vorkriegszeit beschert hat, weckt Schauder und Entsetzen. Industrieort stehen graue Zinskasernen, ungesunde, licht- und freudlose Wohnlöcher als Zeugnis dar, dass der Kapitalismus bei der Deckung des Wohnungsbedarfs der arbeitenden Menschen kläglich versagt hat und dass er morgen wieder versagen muss, wenn er aufs Neue vor die Aufgabe gestellt wird. Es gibt kein Zurück in die Hölle der Zinskasernen, sondern nur ein Vorwärts zu lichten und menschlichen Behausungen. Kein Gebiet der Wirtschaft ist so überreif für die Ausrottung kapitalistischer Geschäftsmethoden und für die Durchsetzung gemeinwirtschaftlicher Formen der Bedarfsbefriedigung. Man kann daran denken, den Mieterschutz in eine Form zu gießen, wo er nicht mehr zur Ursache permanenten Streites zwischen Mietern und Vermietern wird. Man kann sich mit dem Gedanken befreunden, dass dabei die Schädigung kleiner Existenzen womöglich vermieden werden soll. Aber eines ist unerträglich für das Proletariat, dass Mieterschutz und gemeinnützige Bauförderung als Überbleibsel der Kriegswirtschaft in die Rumpelkammer geworfen werden sollen. Im Interesse des arbeitenden Volkes und der Gesellschaft muss das Wohnungswesen ein Vorzugsobjekt der öffentlichen Fürsorge und der modernen Sozialpolitik bleiben. Immer mehr müssen gemeinnützige Hilfsmittel und Maßnahmen eingesetzt werden, um dem Volke gesunde und preiswerte Wohnungen und damit auch Glück und Gesundheit zu geben, bis das allgemeine Wohnrecht aller im Interesse der Gesamtheit tätigen Menschen anerkannt und befriedigt ist. Dafür muss die Arbeiterschaft einen unerschrockenen und unermüdlichen Kampf führen. Das war's. Okay. Ich denke, ein Text, der kaum aktueller sein könnte. Genau. Ja. Also nicht in diesen extrem. Nicht in Teplitze, vielleicht nicht ganz so extrem, nicht, aber natürlich so die grundlegenden politischen Erwägungen, die finde ich schon ganz wichtig dabei. Ich würde vielleicht vorstellen, dass wir an dieser Stelle mal ein bisschen, nein, nicht Päuschen, also vielleicht mal ein bisschen Fragen, Diskussion natürlich anbieten. Genau. Vielleicht genau, wenn gibt es irgendwelche Kommentare, sowohl zu den Fragen, Texten, vielleicht auch zu dem, was wir hier präsentiert haben. Ansonsten eine und ein Viertel. Ja, bitte. Ich fand das sein Lebensweg am Anfang, also dass er aus einer kleinen Gemeinde kommt und nach Wien geht. Genau. Weil das kommt ja wirklich aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Maurerfamilie, dass er sozusagen selbst Das nannte man so die Kleinhäusler. Ne? Die Kleinhäusler, die hatten so also dieses. Kleinbauernhäusler. Kleinbauernhäuser. Ja, also auf jeden Fall geht es darum, das sind Orte, das ist relativ abgeschieden, nicht so super klimatisch gelegen. Ein enges Tal, Langstropnitz, ein enges Tal, kaum bewirtschaftbare Fläche. Und das heißt, diese Familien konnten sich von dem Grund und Boden, den sie bewirtschafteten, wahrscheinlich ja auch nur mit Pachtzins, aber eben zumindest bewirtschafteten, nicht ernähren. Das heißt, in den Familien war das ganz normal, dass man eben wegging. Davon spricht übrigens auch dieses berühmte Böhmerwaldlied. Das spricht nicht von der vertriebenen Heimat, sondern von der Heimat, die sie immer verlassen haben, um nämlich in Wien zu arbeiten. Also das ist sozusagen so eingebettet. Und der Vater war eben, wie gesagt, sagte ich, schon Maurer und der Bruder auch und denen ist er gefolgt.
Also das war eine Entscheidung der Familie, also der Vater sah das eigentlich als normal an. Und er ging aber dann letztlich den Funktionärsweg. Nicht, das muss man schon sagen, aber das lag an seiner unglaublichen Begabung. Man merkt das ja. Ich meine, wie kann jemand, der 7,5 Jahre Volksschule hat, wie geht das? Das ist doch unglaublich, was der, das ist ein Naturtalent. Ja. Und so hat er auch geredet und das hören wir ja dann vielleicht noch ein paar. Könnt ihr das, das quantifizieren, also wie viele von diesen Sozialreportagen habt ihr gefunden, wie viele sind übersetzt worden, also so, in der Auswahl getroffen, oder sind das alle, die ihr genommen habt? Die zweite Frage, wie oft kommt denn diese Textsorte im Sozialdemokrat vor? Also ist Jaksch der Einzige, der solche Reportagen schreibt, oder gibt es da noch andere Autoren? Weil der Blickwinkel erinnert mich ein bisschen an diese Texte, die im Umfeld einer Buchfreundebewegung entstehen in den 20er Jahren. Also diese Idee des sozialen Wanderns, es ist dann nicht so detailliert, aber so der Blickwinkel. Fünfteilige Reihe, ja. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Reihen. So. Und ansonsten zu dem Genre, also das. Da kann ich, glaube ich, zustimmen. Das war ein recht modisches Genre, diese Sozialreportage. Es gibt weitere Autoren, eben auch aus dem Bereich dieser deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei, die ähnliche Texte geschrieben haben. Also zum Beispiel der langjährige, auch heute sehr geschätzte Bürgermeister von Aussig, Ustinat Labem, Leopold Pölzl, der dann im Nationalsozialismus stirbt, vielleicht auch getötet wird, man weiß es nicht so genau. Auch von ihm gibt es Sozialreportagen. Oder es gibt einen Leopold Goldschmidt, der dann emigrieren muss im Nationalsozialismus, dann später in Frankfurt wieder journalistisch tätig wird. Auch von dem gibt es Sozialreportagen in den 20er und 30er Jahren. Ja. Aber Jaksch bezieht sich, gibt eine eigene Quelle an, seiner Motivation. Und das ist die Arbeiterzeitung, die er von 1910 bis 1914 oder dann auch darüber hinaus, aber eben in dieser Zeit ganz intensiv gelesen hat. Und dort schrieb damals der Begründer der Sozialreportage, Max Winter, den kennt hier keiner. Aber das hat die österreichische Sozialdemokratie, glaube ich, in den 80er Jahren irgendwie mal aufgearbeitet. Und auf den bezieht er sich, also Bachstein zitiert Franzl, Emil Franzl, mit dem er ja zusammen mit dem Sozialdemokrat saß. Und der sagt dem Bachstein, er bezog sich auf Max Winter. Also Jaksch bezog sich auf Max Winter. Ja, Jaksch bezog sich auf Max Winter. Also er, das ist sozusagen tradiert, ja, also diese, und das ist auch nachvollziehbar, weil ich in den persönlichen Lebenserinnerungen auch diese besondere Bedeutung der Arbeiterzeitung auch gefunden habe. Also die Wiener Arbeiterzeitung, die Wiener, das zentrale Organ der österreichischen Sozialdemokratie. Also das hat er gelesen. Marco Zimmermann hatte sich zuerst gemeldet. Genau. Ich wollte nur anmerken, dass dieses das ist ja ganz interessant, also eine Reportage über die Wohnungsnot, aber das ist jetzt kein Phänomen, dass es nur in den Sudetenländern gibt. Zum Beispiel hier in Prag gibt es ja noch in Prag 10, in Vršovice, Bochtavec, an diesem Stadtteil gibt es noch Reste einer sogenannten Notkolonie, die 1918, 19 entstanden ist, eine Mischung aus Arbeitern aus dem Viertel und zurückkehrenden Legionären, die keine Wohnung gefunden haben. Und das gibt es bis heute. Also das ist jetzt eine sogenannte Gartenkolonie, also offiziell ist es ein Schrebergartenviertel, aber de facto kann man auch dort noch Bauten aus dieser Zeit sehen und an den Nummern der Häuser steht immer noch Nosowel-Kolonie, also Notkolonie dran. Und da waren die Zustände jetzt auch nicht gut erfassen. Ja, ich wollte nur sagen, dass es kein Phänomen des Grenzgebietes ist, sondern dass es das auch hier in der Hauptstadt gibt. Es ist eben nur dazu zu sagen, dass er eben, und das, also sag mal, in Prag ist das vielleicht sogar wahrgenommen worden. Ich meine jetzt, was in Prag war. Und es gab ja tschechische Zeitungen. Aber hier ist eben etwas, der Sozialdemokrat ist praktisch ein Organ, das nur von den paar Deutschen gelesen wird. Die Tschechen lesen das nicht mehr, weil die lesen ja jetzt tschechische Sachen. Das ist ja klar. Sie können ja Deutsch, aber sie müssen ja nicht Deutsch. Und dadurch gibt es ein Wahrnehmungsdefizit. Und das hat ja auch die Übersetzerin auch nochmal deutlich vor Augen geführt, dass ihr das auch völlig unbekannt war. Und das ist der Punkt, glaube ich. Also das ist nicht der Punkt, dass das Elend überall gibt, sondern dass es eben ein konkretes Elend irgendwie in der Wahrnehmung nicht gibt. Und das ist ein Beweis, da nur das. Okay. Ja. 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 Dann
wird die Diskussion auch interessant, wie ein bisschen auch die ausgewählten Reportagen kontextualisiert, also auch in der Zeit, aber mich würde eigentlich interessieren, die Kontextualisierung in dem Schaffen von Zoyaksch, also warum haben Sie diese zwei Beispiele ausgewählt, sind die sozusagen in einiger Hinsicht, unterscheiden Sie sich von den anderen Artikeln, oder umgekehrt sind die exemplarisch für die anderen Beiträge, und wie hat sich vielleicht auch das Schaffen, die journalistische Arbeit von Zoyaksch entwickelt mit der Zeit und vor allem dann Ende der 30er Jahre? Ja, also es gibt zwei Sachen dazu zu sagen. Also einmal die Entwicklung. Es ist so, dass er eigentlich praktisch immer schreibt, er macht ja Reden und so weiter. Und also wir können ja vielleicht dann auch ein paar Beispiele noch hören. Diese Sprache ist immer da. Das kann man auch diesen politischen Reden entnehmen. Aber sein journalistisches, er ist im Prinzip eine Doppelexistenz. Er ist Journalist, in den 20er Jahren mehr Journalist als Politiker vielleicht. Und dann wird sozusagen die politische Seite nimmt Überhand, auch aufgrund der Verhältnisse. Weil einfach er Verantwortung übernehmen muss und dann bleibt keine Zeit zum Schreiben. Und das Besondere ist, ich habe es in dem kurzen Text, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, also das ist sozusagen meine Zusammenfassung, was den Journalisten ausmacht. Ich habe sozusagen eigentlich wieder so Momente gefunden bei der Brücke, als er in Kanada war, bei den ins Exil gegangenen, nach Kanada gegangenen, zu den deutschen Sozialdemokraten, die er dann mehrere Male besucht. Und da macht er dann eine Reihe, schreibt sozusagen über seine Erlebnisse in der Brücke. Und da ist sozusagen nochmal, flackert das nochmal auf, dieses Können, ja, und diese Art. Aber es ist praktisch einfach zeitlich gar nicht mehr drin. Also das ist halt eine Ausnahme. Da ist er ja auch in einer Ausnahmesituation. Man brauchte ja damals ein bisschen länger nach Amerika. Und also wir müssen auch ganz ehrlich sein, dass wir jetzt diese beiden Texte ausgewählt haben, hatte auch recht technische Gründe, weil das sind die einzigen beiden Texte, die bislang in der deutschen Fassung transkribiert wurden. Also die wir lesbar gemacht haben, weil sie nämlich aus dem Original, ich habe erzählt, das sind solche Fotos der Zeitung, alles Fraktur und so, Minischrift. Und das haben wir dann halt sehr aufwendig abgeschrieben. Und das haben wir bislang eben nur bei diesen beiden Texten gemacht. Die Kollegin Schwarzowa, die er übersetzt hat ins Tschechische, die ist ja wirklich von den Originalzeitungen ausgegangen. Also die musste sich wirklich diese Mini-Zeilen in Fraktur durcharbeiten, um daraus dann tschechische Texte zu machen. Ja. Also es ist zurzeit so, normal lesbarer Form gibt es auf Tschechisch eben quasi alles. Ja. Auf Deutsch nur leider diese beiden Reportagen, die wir... Ja, und noch ein, zwei Sachen, die woanders drin stehen und so, also da gibt es noch was. Genau. Also es gibt so, wir hätten noch was anderes auswählen können. Aber es ist längst nicht so viel, wie erschienen. Aber es ist, ich habe das ja transkribiert und ich habe es aus Gründen transkribiert, weil ich sie gut fand. Es war eben, Teplitz war eben für mich interessant, weil er dort gewohnt hatte. Er beschrieb ja nicht irgendetwas, wo er da erstmalig hinging, sondern er schrieb da jetzt wirklich im Wissen auch um die Sache. Das hat mich eigentlich fasziniert, und es ist eben der Ort, wo meine Vorfahren herkommen. Und deswegen war sozusagen auch die Motivation, und weil dieses Judenviertel dann wirklich nicht mehr existierte, das ist so 46, 47 abgerissen worden. Und vielleicht noch zu Schönbach. Das sind drei Fragen, ja, weil sonst wird dann direkt bis Mitternacht das Ganze dann diskutiert. Okay, klar. Vielleicht noch ganz kurz, der Schönbach-Text, das hat zu tun, Bubenreuth-Theum. Bubenreuth, ist ihm vielleicht auch schon mal untergekommen. Also diese Schönbacher Musikantenmacher, Instrumentenmacher, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine der wenigen sudetendeutschen Gruppen, die sich nochmal konzentriert ansiedeln können. Und das tun die nämlich in Bubenreuth bei Erlangen, wo sie von diesem Bauerndorf Bubenreuth quasi eingeladen werden als
Fabrikanten, als Instrumentenmacher ihr Gewerbe fortsetzen zu können. Das ist einmalig eigentlich für die bundesdeutsche Geschichte. Und deswegen ganz viele dieser kleinen Firmen machen dann eben in der Bundesrepublik in Bubenreuth dann noch Karriere, kann man sagen, und beliefern zum Beispiel die Beatles, Elvis Presley mit Instrumenten. Ja, also das ist so die Geschichte von diesem Bubenreuth. Und deswegen war uns auch dieser Text so wichtig, weil es eben da heute noch diesen klaren Bezug gibt zu den Schönbachern, also heute in Bubenreuth. Und es gibt ein Foto, Wenzel Jaksch bei den Bubenreuthern, 58. Ja, besucht dann die ja. Deutschen und das, damals. Und da, quasi. Und da denkt man so, naja, das ist so der sudetendeutsche Funktionär oder wie auch immer, besucht da irgendwie so seine Landsmänninnen und Männer oder wie auch immer. Leute. Genau. Und in Wirklichkeit ist er da hingefahren und wusste dann, das ist ja, der kannte die ja alle. Der hat bestimmt gefragt, was ist denn mit aus dem geworden und was ist denn aus dem geworden, weil er hat es ja beschrieben und so genau. Ja. Also das fanden wir natürlich total spannend. Ja. Das sind drei Fragen. Ja? Gut. Ja, ganz kurz, könnt ihr etwas sagen zur Rezeption dieser sehr interessanten, sehr wunderbaren Sozialreportagen? Sind die jetzt auf Interesse gestoßen bei anderen Organen, zum Beispiel in Deutschland oder Österreich? Ist der Jaksch zitiert worden, übernommen worden? Es gab ja auch diesen Austausch. Zum Beispiel, wenn Richard Bernstein vom Reichsdeutschen Vorwärts geschrieben hat über Deutsch Böhm. Ja. Gibt es ja in den 20er und frühen 30er Jahren. Ja. Haben wir nichts gefunden. Ist uns nicht untergekommen. Nee. Nicht untergekommen. Am besten will nicht. Also nee. Zum Beispiel, es gibt ja heute so eine ganze Reihe auch von digitalen Bibliotheken. Ja. Da kannst du dann Wenzel Jaksch eingeben als Volltextsuche. Da findet man Wenzel Jaksch, aber man findet nicht seine Sozialreportage. Also es gibt eine Sache, die einzige Nennung, die sozusagen irgendwie die Rolle des Journalisten sozusagen hervorkehrt, ist also irgendwie so ein Bezug auf die... dass der Weißkopf, FC Weißkopf, irgendwie sagt, wieso kriegt denn den Bohemia, einer, der für die Bohemia schreibt, wieso kriegt der denn den Staatspreis? Den müsste doch eigentlich der Kisch und der Jaksch, die müssten den doch kriegen. Aha. Und da merkt man, dass es also intern gab es schon eine Wahrnehmung, also auch breiter, aber eben nicht nach Wien oder so. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, der Sozialdemokrat ist ein ganz, ganz lokales Projekt. Da gibt es auch keine, sonst hätte die Österreichische Nationalbibliothek das alles schon digitalisiert, aber der ist da nicht verfügbar. Aber das ist doch fast eine Ritterschlacht, wenn man es kommt. Ja, naja, natürlich. Ich meine, wenn man es hört, ist man doch auch fasziniert. Ja. Es gab da hinten eine. Da hinten war bitte? Noch eine. Fragen Sie, wie weit er des Tschechischen mächtig war, hat er auch noch Tschechisch geschrieben? Also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nicht, aber später schon? Später schon. Wann? Es geht zurück auf seine Erkrankung. Er war, hatte Knochentuberkulose, Anfang der 30er Jahre. Wann genau, weiß ich nicht, 32, 33. Also er war schon Parlamentsabgeordneter. Und dann war er praktisch mal für Monate verschwunden. Da war er nämlich irgendwie auch auf einem Zauberberg. Also irgendwo in der Schweiz, in irgendeinem Sanatorium. Und da weiß man ja, wie das ablief. Man musste liegen, man musste gute Luft atmen und man hatte nichts zu tun. Und er hat Tschechisch gelernt, weil er gemerkt hat im Parlament, da muss er irgendwie, und er hat es eigentlich dann ganz gut beherrscht. Es gibt halt eine Aufnahme, die werden wir jetzt wahrscheinlich kaum noch schaffen können, weil es schon recht spät ist. Aber da spricht er auch Tschechisch. Ja. Also das gibt es eine Aufnahme, haben wir tatsächlich. Ja. Genau. Ja. Aber es gibt noch eine. Bitte, ja, die ich letzte. Wollte eben gerade als letzte, wenn ich darf, mich erstmal bedanken für Ihr unheimlich lebendiges Wiederauferstehen und für dieses Eintauchen können in diese Welt, und wollte eben fragen, ob Sie noch ein Tondokument anfügen können. Das würde das Ganze noch etwas abrunden. Ja, sollen wir dann den Willy Brandt spielen? Nein, da ist er nicht. Ja, da ist er nicht. Ja, ich kann ja mal diese, diese 3 Minuten vom, diese im Deutschen Bundestag. Ja. Seine Intervention bei der Spiegel-Affäre. Ja, eben. Er hat eine Intervention gemacht, die können Sie sich mal anhören. Ja. Das ist 462, glaube ich, der kleine Ton. Also ganz. Bundestag 14.06.61? Nee, 61 nicht, nee. Ein kleiner Ton, du musst mal gucken, ganz kleine Datei. 62, irgendwie Bundestag muss da irgendwie stehen. Wahlkreis 3. Ja, das müsste es sein, ja.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Herr Bundeskanzler und der Herr Bundesinnenminister haben hier die Erklärung des Kollegen Rixler in einer Weise kommentiert, die vor diesem Hohen Hause und vor dem Lande draußen die Motive der Erklärung des Kollegen Rixler und die Motive unserer Anfragen in der heutigen Sitzung in Zweifel ziehen könnte. Ich glaube, in diesem Stadium der Diskussion sollte der Bundeskanzler und sollten die Kollegen von den Unionsparteien zur Kenntnis nehmen, dass sie es bei den sozialdemokratischen Bänken dieses Hauses mit einer Partei zu tun haben, die für ihr Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit Legionen von Märtyrern geopfert hat. Und deren Bekenntnis zur Demokratie mit Blut und Tränen geschrieben ist. Herr Bundeskanzler, in den sozialdemokratischen Bänken sitzen Männer, die von den Schergen eines Unrechtsstaates ihrer Freiheit geraubt, die geschlagen, gefoltert, in Gefängnisse gesteuert worden sind. Verstehen Sie die Motive dieser Männer, dass sie auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit bleiben wollen? Sie haben es bei den Kollegen von der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion mit einer Partei zu tun, deren feuerzeitiger Vorsitzender Otto Welz den triumphierenden Hitler in der Tor auf der Zuführung hat, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, unsere Ehre nicht. Der Männer, die damals den Fuß hatten in der Vorlauber gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen, war der Kollege Rixler. Halt eben mal kurz, nicht? Also diese wie er agiert hat, das ist natürlich nur ein kleines. Sie haben die Worte von Otto Welz erinnern. Freiheit und Leben kann man uns nehmen und die Ehre nicht. Okay, ich glaube, ist gut, kannst du abdrehen. Es ist Schluss. Thomas. Ja, das ist also nur kurz. Ja. Ja, das war original. Ja. Das war Jagdstand später, ne? Ja. Gut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen für diesen interessanten Abend. Sehr interessant, auch die Diskussion, die ich dann mal fortsetzen kann, kurz. Nicht bis Mitternacht, ja bitte. Ich bin noch draußen, aber es war wirklich sehr interessant. Aber ich möchte noch Anmerkung machen, weil es sind unsere Stammbesucher gekommen, aber auch neue Zuschauer. Wir fortsetzen am Dienstag und Donnerstag unseren Marathon, November, heißt November. Nächsten Mittwoch wird hier präsentiert von Surkamp, ein sehr interessantes Buch über Memorien von 50 Holocaust-Überlebenden. Es wird unser Gast, Herr Levkovic, Holocaust-Überlebende, kommt aus der Schweiz und wird sich präsentieren. Ein Buch ist entstanden, eine einzigartige Dokumentation der letzten Zeugen des Holocaust. Und jede dieser Zeugnisse ist von einem Bild von Gerhard Richter begleitet. Und es ist in 15 Hefte. Und der Abend wird moderiert von dem Botschafter Herr Czerny, wegen einige sind hier auch heute gekommen und erwartet ganzen Abend hier auf euch. Dann möchte ich Sie noch einzuladen zu einer kleinen Erfrischung.
Bei den Gästen habe ich mich sehr bedankt und natürlich muss man sie bedanken bei den Dolmetschern. Und ich hoffe, sie werden uns nicht vergessen und wir werden noch einen Abend in Zukunft, in ein nächstes Jahr wieder zusammen machen mit Friedrich Ebert Stiftung und zusammen unseren Gästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.